Was darf die Polizei? Wer kontrolliert sie? Und was passiert, wenn Beamte zu weit gehen? Wie sehen dann die Konsequenzen für sie aus? Dass mein Sohn da noch von einem Polizisten, als er schon am Boden lag, noch gegen den Kopf getreten wurde. Und es ist eine unglaublich schwierige Sache, juristisch Recht zu bekommen in so einer Situation. Das Beste, in Anführungsstrichen, ist in dem Fall noch, dass ich als, sozusagen, als Opfer straffrei davonkomme. Auf dem Weg zu einer Demonstration gegen die AfD gerät Thorsten Hahnel im Mai 2021 in Merseburg in Sachsen-Anhalt mit Polizeibeamten aneinander. Wir sind ruhig auf diese Veranstaltung zugelaufen. Wir wollten dort nur noch Freunde treffen, danach nach Hause fahren. Es war eigentlich alles vorbei. Es war weder eine aggressive Stimmung, noch gab es Grund für irgendjemanden aggressiv zu sein. Und ohne irgendeine Vorankündigung habe ich einen Schlag im Gesicht. Der in meiner Erinnerung wirklich sehr heftig war. Also ich weiß, dass mein Kopf nach hinten geknallt ist. Also es ist vor allem völlig unerwartet. Man sieht sofort, wie quasi so ein Rädchen oder so ein Prozedere losgeht. So, also ich habe nichts getan, ich habe nichts gemacht. Ein Polizist schlägt mich und die bringen mich zu Boden. Und sofort stehen alle drumherum und stellen sich schützend vor die Situation, ohne für einen Moment zu fragen, was passiert hier eigentlich. Von, ich glaube, ungefähr 15 oder 20 Polizisten behelmt, in voller Ausrüstung, ich mittendrin, Hände gefesselt, Arme nach oben gezogen, Kopf nach unten gedrückt, bin ich dann sozusagen, ich würde sagen, 50 bis 100 Meter durch die Kundgebung durchgeführt worden. Und ich habe mich so gefühlt, als so wären eigentlich nur Schwerverbrecher oder Bombenleger oder was weiß ich, was man da jetzt für eine Bezeichnung für finden will, behandelt. Und es gab aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund dazu. Eigentlich arbeitet Thorsten eng mit der Polizei zusammen. Er ist Rechtsextremismus-Experte, klärt über rechte Strukturen auf, berät Opfer. Seit vielen Jahren engagiert er sich gegen Gewalt und für die Stärkung der Demokratie im Land. Umso enttäuschender für ihn, dass keiner der Beamten half. Die Beamten, die neben dem Beamten standen, müssen gesehen haben, dass er zuerst geschlagen hat. Aber keiner von denen hat so reagiert, als wäre ich das Opfer, sondern der Täter. Thorsten erstattet Anzeige gegen den Polizeibeamten. Trotz Videomaterial und Zeugenaussagen wird das Verfahren eingestellt. Er muss sich sogar selbst verteidigen. Thorsten bekommt eine Gegenanzeige wegen Widerstands gegen Beamte. Gängige Praxis, sagt sein Anwalt Alexander Hoffmann. Tatsächlich ist es aber so, dass ich ganz häufig Leuten abrate davon, Strafanzeigen zu machen, weil die Erfolgsaussichten, die Möglichkeit wirklich nachzuweisen, dass das Polizeiverhalten rechtswidrig war, sehr gering sind und weil eigentlich immer, wenn eine Strafanzeige gegen Polizeibeamten kommt, eine Anzeige wegen Widerstand oder tätlichem Angriff kommt. Dass ein Opfer von Polizeigewalt ohne Gegenanzeige davonkommt, habe der Anwalt bisher noch nicht erlebt. Vor Gericht stehe dann die Aussage der Beamten gegen die der Opfer. Geglaubt würde in diesen Fällen fast immer der Polizei. Wir haben oft genug erlebt, dass da Aussagen von Polizeibeamten rauskommen, die mit dem Erlebten der betroffenen Person gar nichts zu tun haben. Es gibt manchmal Situationen, dass Dritte gefilmt haben und dann steht man vor Gericht und sieht, das kann nicht stimmen. Und trotzdem schrecken natürlich Gerichte sehr stark davon zurück, zu sagen, das war eine Falschaussage. Einmal, weil sie natürlich im Alltag immer mit Polizeibeamten zu tun haben. Zweitens, weil es ja trotzdem die Frage ist, ob das jetzt wirklich vorsätzlich falsch ausgesagt war oder ob das vermischt wird mit anderen Situationen. Insgesamt gibt es aber schon so einen Kurs, in dem gesagt wird, Polizeibeamten sollen im Wesentlichen nicht Straftaten beschuldigt werden. Kommt es zu Übergriffen durch die Polizei, haben diese für die Beamten selten strafrechtliche Konsequenzen. In Sachsen-Anhalt wurde beispielsweise im vergangenen Jahr gegen 101 Polizeibeamte ermittelt. In nur einem Fall kam es dabei aber tatsächlich auch zu einem Strafverfahren. Diese Zahlen bestätigen sich auch im deutschlandweiten Vergleich. Hier stieg die Zahl der Ermittlungsverfahren in den letzten Jahren an. Gleichzeitig kommt es aber 2021 zu weniger Strafverfahren. Für die Polizeigewerkschaft Sachsen-Anhalt liegt das nicht an den Beamten.
Menschen, das sagte ich vorhin schon, sind sensibler geworden. Menschen lassen deutlich schneller rechtsstaatlich prüfen, ob gegen sie möglicherweise Gewalt angewendet worden ist, der eben nicht rechtskonform ist. Der Polizeigewerkschaftler warnt vor einseitiger Betrachtung. Auch die Zahl der Widerstände gegen Polizeibeamte hätten sich seit 2018 um mehr als 50% erhöht. Auch hier in Halle kam es in den vergangenen Jahren häufig zu Auseinandersetzungen zwischen Polizeibeamten und Demonstrierenden. Oft ist Valentin Hacken vom Bündnis Halle gegen Rechts vor Ort, dokumentiert Übergriffe wie diesen 2021. Das ist kein Einzelfall. Also wir sehen immer wieder im Zusammenhang mit Versammlungen, dass es zu Polizeigewalt kommt, die aus unserer Sicht rechtlich nicht zu rechtfertigen ist. Also dass Einsatzmittel verwendet werden, die unangemessen sind für die jeweilige Situation. Das betrifft insbesondere tatsächlich Faustschläge, also dass Beamtinnen und Beamte tatsächlich auf Personen oft aus einem Gegenprotest einschlagen. Als Journalist und Versammlungsleiter von Demonstrationen hat Valentin seit Jahren mit der Polizei zu tun. Auch er weiß, wie es ist, von Polizeigewalt betroffen zu sein. Gerade deshalb setzt er sich für Opfer ein und berät sie. Wir ermutigen Menschen auch, regelmäßig sich an uns zu wenden, damit wir im Zweifel ihnen Anwältinnen und Anwälte vermitteln können oder mit ihnen überlegen können, ob das ein Fall ist, in dem eine Anzeige sinnvoll sein kann. Wir empfehlen aber nicht, grundsätzlich anzuzeigen, weil es da aus unserer Sicht auch Risiken gibt, sondern wenn, empfehlen wir, Beratung zu suchen und dann mit professioneller Unterstützung zu überlegen, was könnte hier ein richtiges Vorgehen sein. Eine pauschale Empfehlung, Polizeigewalt anzuzeigen, halte ich für eine Gefährdung der Betroffenen. Die häufigste Sorge Betroffener dabei, die Angst vor einer Gegenanzeige durch die Polizei und dann chancenlos zu sein vor Gericht. Meine Erfahrung ist, ich kenne in Halle keine Fälle, wo Menschen bisher erfolgreich gegen Polizeigewalt vorgegangen sind. Erfolgreich in dem Sinne, dass dann Gerichte das auch verurteilt hätten. Gewalt darf die Polizei anwenden. Aber was ist, wenn Beamte dabei die Kontrolle verlieren? Wer kontrolliert dann die Polizei? Zuständig ist die Staatsanwaltschaft. Die ermittelt gegen Polizeibeamte mit der Hilfe von Polizeibeamten. 2021 wurden rund 90% der Verdachtsfälle wegen Gewaltausübung und Aussetzung durch Polizisten mangels hinreichendem Tatverdachts von der Staatsanwaltschaft eingestellt. In nur 1,3% der Fälle kam es zu einer Anklage. Hanna Espin-Grau von der Universität Frankfurt ist Co-Autorin einer unabhängigen Studie zu Polizeigewalt. Einer ihrer Hauptkritikpunkte: bei allen anderen Straftaten sei die Anklagequote 10-mal höher als bei Verfahren gegen Polizisten. Das Problem fängt aber schon früher an, nämlich bei den polizeilichen Ermittlungen und dann in der Kopplung, in dem Vorverständnis, was die Staatsanwaltschaft durch diese alltägliche Zusammenarbeit mit der Polizei hat. Weil sich für die natürlich die Polizei eigentlich als sehr zuverlässige Arbeitspartnerin darstellt, wo es dann vielleicht auch leichter fällt, dem Glauben zu schenken, was polizeiliche Zeug in polizeilichen Vernehmungen gesagt haben, als die Perspektive von den Betroffenen. Das ist auch so eine Aussage, die wir immer wieder hören. Also ich vertraue da an die Rechtsstaatlichkeit. Ich glaube nicht, dass ein Staatsanwalt erstens das macht und zweitens sich das leisten kann, so zu ermitteln, wie es ihm gerade gut passt oder wie es gerade einem Kollegen gut passt. Ich glaube eher nicht, dass es so sein wird. Ich kann es nie ausschließen, dass man möglicherweise das eine so wertet, das andere so wertet. Aber im Grundsatz bin ich der Meinung, die Rechtsstaatlichkeit in unserem Land funktioniert ganz gut. Tag X in Leipzig. Bei einer linken Demonstration Anfang Juni eskaliert die Situation. Demonstrierende werfen Steine in Richtung der Polizei. Die kesselt 11 Stunden lang 1000 Personen ein, unter ihnen auch Dutzende Minderjährige. Unter den Eingekesselten sind auch die Kinder von Nancy, Denne und Rainer. Sie sind Teil vom Bündnis Eltern gegen Polizeigewalt, werfen den Beamten vor, rechtswidrige Gewalt gegen ihre Kinder eingesetzt zu haben. Ich habe meinen Sohn noch nie so erlebt. Also er war so völlig so wie unter Schock, hat irgendwie so, also ich habe ihn noch nie so erlebt. Und dann hat er mir einfach erzählt, dass er bei dem Kesseln, bei dieser Demonstration von so einem Polizisten so ins Gesicht geschlagen worden ist mit so einem Handschuh, so einem verstärkten Handschuh, dass er das Bewusstsein verloren hat, dass er dann auf der Erde lag. Das
er dann nichts mehr wusste, dass er dann nur noch weiß, dass er dann irgendwann zurückgezogen wurde von irgendwie den Demonstranten so in den Kessel rein, damit er nicht weiter, weil die Polizisten haben irgendwie ständig weitergeschlagen wohl. Und dann haben irgendwann die Polizisten ihn da rausgeholt, nur um ihn dann hinter die erste Polizeiautokette zu setzen und ihn da auch nur sitzen zu lassen, nochmal 2 Stunden oder sowas. Und auch die Demosanitäter, wo einer Arzt ist, fragten, kann er denn nicht mal ins Krankenhaus? Und dann sagten wohl die Polizisten, nee, der ist nicht in Lebensgefahr, der bleibt jetzt hier mal hier. Auch die 15-jährige Tochter von Nancy war im Kessel und wurde wie alle anderen wegen schwerem Landfriedensbruch angezeigt. Dass ihr Kind an den Ausschreitungen beteiligt war, kann sie für sich aber ausschließen. Also man hofft auf die Gerechtigkeit für die Kinder, weil die nichts gemacht haben. Und meine Tochter zum Beispiel möchte gerne mal im sozialen Bereich arbeiten. Die kommt jetzt in die 10. Klasse, das ist ihr Abschlussjahr. Und die möchte gerne eine Ausbildung im sozialen Bereich machen. Und ja, natürlich ist da jetzt die Angst groß, dass sie das nicht kann, weil sie vielleicht einen Negativeintrag im polizeilichen Führungszeugnis hat. Die Eltern haben Anzeige erstattet. An einen positiven Ausgang für ihre Kinder glauben sie aber nicht. Ich habe von ganz vielen gehört, da gibt es einfach eine Gegenanzeige. Dann bezeugen 3 Polizisten, dass das ganz anders gewesen ist, weil die sind ja natürlich in allen. Die kennen sich und dann sagt jeder Richter, hier 3 Polizisten gegen 3 Demonstranten. Ich weiß nicht, wie sowas ausgeht. Ich fände, es müsste in der Polizei irgendeine Art Fehlerkultur entwickelt werden. Es muss eine Ausbildung innerhalb der Polizei geben, dass sowas wie Kursgeist bei tatsächlichen Verletzungen, dass sie überhaupt wissen, was sie machen dürfen, was nicht. Polizei ist eine Kultur. Und wie es um diese Polizeikultur in Deutschland bestellt ist, da habe ich jetzt sozusagen, bin ich viel skeptischer als vor diesem Ereignis. Die Studie der Universität Frankfurt gibt ihm recht. Laut Hanna Espin-Grau kommen auf einen angezeigten Fall 6 weitere, die nicht angezeigt werden. Viele Betroffene wissen nicht, an wen sie sich bei Übergriffen wenden sollen, außer an die Polizei selbst. Die Forscherin fordert daher eine unabhängige Beschwerdestelle. Wie dann tatsächlich aber solche externen Ermittlungsstellen aussehen, ist eigentlich eine sehr komplexe Frage, weil es da darum geht, wer arbeitet da, wer hat die Kompetenzen, da zu arbeiten, was dürften solche Stellen, wie zugänglich sind die. Da geht es dann darum, auf welchen Sprachen sind die ansprechbar, wo sitzen die, wie sind die erreichbar. Und das ist alles etwas, wo, denke ich, die Betroffenenperspektive auch wieder über Personen aus den Communities hereingeholt werden müsste, um solche Stellen richtig zu konzipieren. In einigen Bundesländern wie Sachsen-Anhalt sind diese Beschwerdestellen aber dem Innenministerium direkt unterstellt. Dort sind oft auch Polizeibeamte tätig. Die Unabhängigkeit sieht die Behörde trotzdem als gewährleistet an. Auf Nachfrage antwortet das Ministerium nur schriftlich. Die zentrale Beschwerdestelle ist räumlich bewusst in Distanz zum Ministerium des Innern untergebracht. Zur weiteren Stärkung der Neutralität der Bearbeitung wurde die sonst übliche Zuordnung in die Fachabteilung nicht vorgenommen. Auch könne man zu dezentralen Beschwerdestellen gehen, so heißt es, die in Sachsen-Anhalt jedoch alle in Polizeiinspektionen untergebracht sind. So fordern Betroffene und ihre Anwälte, dass es eine Abkopplung vom Ministerium geben müsse. Es ist nur ein geringer Anteil aller Polizisten, dem rechtswidrige Gewalt vorgeworfen wird. Und trotzdem fordern Opfer, dass der manchmal falsch verstandene Chorgeist innerhalb der Polizei aufgebrochen wird. Diese fehlende Fehlerkultur, also nicht sagen zu können, nicht überzeugend sagen zu können, wir arbeiten Menschen, die machen Fehler und wenn sie Fehler machen, dann müssen sie genauso dafür gerade stehen, wie Menschen in anderen Jobs auch. Und das ist das Problem. Und das finde ich wichtig, das öffentlich und offen zu benennen.